Ich heiße euch recht herzlich willkommen hier an der Messe WIGA 2017. Ich darf euch vorstellen, der Präsident Josef Matle vom Botschafterclub. Recht herzlich willkommen, du hast das Wort. Danke vielmals. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass wir zusammen mit dem Paul Schlegel, der ja hier heimisch ist, er ist bei uns im Vorstand vom Botschafterclub von der Vier-Länder-Region Bodensee. Und darum sind wir heute da. Man kann sagen, ja, Vier-Länder-Region Bodensee, das ist ja dann mit dem Seeanstoss Deutschland, Seeanstoss Schweiz, Seeanstoss Vorarlberg oder Österreich. Fürstentum, das ist ja gar kein Seeanstoss. Aber jetzt muss man sehen, so eng schauen wir das nicht an. Weil erstens hat es ganz viele Bayern, ganz viele Württemberger, ganz viele Badener, ganz viele St. Galler und Thurgauer, die auch nicht am Bodensee wohnen. Also gehört das Fürstentum Liechtenstein genauso zum Bodensee und zu der Vier-Länder-Region. Darum haben wir auch die verschiedenen Farben. Farben, die auf dem Bild drauf sind, Farben, die auf dem Signet sind, überall. Danke vielmals. Damit dass ihr einen Eindruck bekommen, wie klein Olma oder die WIGA 2017 aussieht, ein Teil davon ist auch Landwirtschaft. Das ist das schöne Schaf, wo der Peter uns ganz kurz präsentiert. Nachher geht er das wieder zurück auf die Wiesen oder in Stallien. Wir haben 300 Aussteller bei uns und ein Teil davon ist Landwirtschaft. Das ist einfach ein kurzer Eindruck. Danke vielmals, Peter. Danke auch. Aber jetzt wissen Sie, die Schuhe ein bisschen, der Ursprung hat sie in der Westschweiz. Ja, ist es auch. Dann ist sie in die Deutschschweiz gegangen und jetzt wissen Sie, dass sie in Vorarlberg und in Tirol haben. Und bei uns auch. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe meine erste Fondue in der Westschweiz gemacht. Nein, ich habe es daheim gehabt. Ich habe mit Amerikanern sind die Schüssel Fondue und eine Portion Pommes frites. Dann das Pommes frites drinnen, nehmen den Löffel, leeren den Käse über die Pommes frites. So gut. Und mit Programm wird ausgerieben, das Ganze? Jawohl. Guck mal, da ist schön, überall schon drin. Genau. Aber nicht von mir. Eigentlich hat der Möcher das ist schon drin. Nein, ist schon eins drin. Oh. Geschätzte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Gelegenheit und freue mich über die Gelegenheit, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Äußerer Anlass des heutigen Treffens ist, wie wir alle wissen, die WIGA, die Werdenberger Industrie- und Gewerbeausstellung. Geschätzte Damen und Herren, wenn man den Parlamentspräsidenten aus Liechtenstein zu einer Rede einlädt, gehe ich davon aus, dass man auch etwas über Liechtenstein in Erfahrung bringen möchte. Dazu werde ich zuerst eine Zahl nennen, die die Entwicklung, die Liechtenstein in einem halben Jahrhundert genommen hat, eindrücklich verdeutlicht. Es ist dies die Zahl 37.000. Liechtenstein hat ungefähr 37.000 Einwohner, ungefähr 37.000 Arbeitsplätze und ungefähr 37.000 Motorfahrzeuge. Sie haben richtig gehört, gleich viele Arbeitsplätze wie Einwohner. Konkret bedeutet dies, dass täglich 20.000 Berufsleute nach Liechtenstein pendeln, um dort ihrer Arbeit nachzugehen. Wenn ich einen Blick zurückwerfe, Mitte des letzten Jahrhunderts lebten nicht einmal halb so viele Menschen in Liechtenstein und weit mehr als die Hälfte der damaligen Bevölkerung lebte ausschließlich von dem, was Feld oder Stall hergab. Die rasante Entwicklung zum heutigen Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsstandort mit etwa 4.500 registrierten Unternehmen und damit zum Wohlfahrtsstaat darf schon als erstaunlich bezeichnet werden.
Meine Damen und Herren, es scheint mir auch wichtig, die heutige Wirtschaftsstruktur in Liechtenstein zu verdeutlichen. Viel zu oft wird fälschlicherweise davon ausgegangen, dass Liechtenstein nur ein Finanzplatz mit unzähligen Briefkästen ist. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Rund 40% der Arbeitskräfte sind im Sektor 2 tätig, das heißt Industrie- und warenproduzierendes Gewerbe. Und wenn man die Wertschöpfung betrachtet, so ist es so, dass rund 40% des Bruttoinlandproduktes in diesem Sektor generiert werden. Im Finanzplatz sind es etwa 24%. Es ist wichtig, es ist für uns wichtig, dass diese wirtschaftliche Struktur erkannt und verstanden wird. Ein Wort noch zum Finanzplatz. Der Finanzplatz Liechtenstein wurde 2009 neu ausgerichtet und bekennt sich seither klar zu den neuen internationalen Standards. Zu diesen Erfolgsfaktoren zähle ich die Kraft und das Bewusstsein, regional zu denken und regional zusammenzuarbeiten. Ein regional getragenes erstklassiges Bildungssystem, das den Erwerb von Wissen und Qualifikationen über verschiedene Wege ermöglicht. Ein freies, der Innovation verpflichtetes Unternehmertum. Eine liberale Wirtschaftspolitik, die dem Unternehmertum uneingeschränkten strategischen Spielraum lässt. Eine öffentliche Hand, die für ein attraktives Steuersystem, für Bürokratieabbau, wo immer möglich, und für freien Marktzugang, kurz für optimale Rahmenbedingungen sorgt. Und eine Politik, die darauf achtet, unsere Region als lebenswerte, attraktive Wohnregion mit bester Verkehrsanbindung zu erhalten und weiterzuentwickeln. Das Kleinod Werdenberg, eingebettet in diese Region mit einer fleißigen, erfolgswilligen Bevölkerung, scheint mir dafür ganz besonders geeignet zu sein. Mit dieser Aussage, geschätzte Damen und Herren, gelingt mir wieder der Brückenschlag zur WIGA, deren Gast wir heute sind. Ich gratuliere den Organisatoren der WIGA von Herzen. Die 19. Austragung erweist sich wie ihre Vorgängerinnen als sehr, sehr erfolgreich. Ich bedanke mich für die Einladung und ich denke, geschätzte Damen und Herren, es ist nun hoch an der Zeit, dass wir uns wieder den kulinarischen Genüssen zuwenden, die uns hier an der WIGA präsentiert werden. Ich bedanke mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und wünsche uns allen ein gemütliches Beisammensein. Herzlichen Dank. Ich erlaube mir jetzt auch Mundart zu reden, aber ich glaube, Zürichdeutsch versteht man wirklich in ganz Mitteleuropa problemlos. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle da sind. Wenn man normalerweise in der Schweiz irgendwie mit Leuten diskutiert, dann ist Buchs, Rheintal ist eher eine Randregion. Heute tun wir keine Randregion repräsentieren, sondern das Zentrum von Europa. Ich finde es wunderbar, dass wir aus diesen vier Ländern heute zusammen sein dürfen. Danke auch Paul ganz herzlich dafür, nicht nur für die WIGA, die er immer das Buch so organisiert in den letzten Jahren, sondern auch dafür, dass er den Anlass, der eben ländergrenzübergreifend ist, dass er den organisiert hat. Ein paar Worte zu Buchs möchte ich gleich noch sagen. Wir schauen uns auf der Schweizer Seite natürlich schon ein bisschen als Zentrum an, so vom, im oberen Teil des Rheintal. Wir haben im Moment 12.500 Einwohner, 7.500 Arbeitsplätze, die wir hier haben. Und der Herr Landtagspräsident hat es schon gesagt, es sind auch noch ganz viele Leute, die hier wohnen, die ins Liechtenstein gehen, arbeiten. Also in dem Sinn, es ist eine ganz enge Beziehung über den Rhein, wo wir bewusst eigentlich mit den Liechtenstein zusammen pflegen. Wir pflegen das zum Beispiel auch, indem wir ein gemeinsames Agglomerationsprogramm haben, wo wir die Infrastrukturen verkehrlicher und siedlungsmäßiger Art eigentlich gemeinsam versuchen, den Liechtenstein und auf unserer Werdenberger Seite weiterzuentwickeln. Was in der Schweiz immer wieder ein Thema ist, ist das Thema Metropolitanregion.
Und da bin ich natürlich ganz speziell froh, dass wir jetzt in Tag quasi vom Vierländereck so wichtige Repräsentanten von der Wirtschaft haben. Ich glaube, wir müssen in der Ostschweiz zusammen mit Ihnen allen schauen, dass wir dort auch noch irgendwo in die Richtung können, ein Metropolitanraum werden. Und dann können wir nicht einfach allein werden, jetzt in St. Gallen, vielleicht zusammen mit Teil vom Thurgau, sondern dann können wir hoffentlich werden, mit dem Liechtenstein zusammen, mit Teilen mindestens von Bayern, mit Teilen vielleicht am ganzen Vorarlberg. Also die Bestrebungen, die die Internationale Bodensee-Konferenz hoffentlich auch noch ein bisschen stärker in die Agenda aufnimmt. Wir werden von Bux aus auch noch eine entsprechende Stellungnahme einreichen. Die ist uns an sich wichtig, weil wenn wir in die Zukunft schauen, laufen all die Subventionstatbestand, wie man ganz wüst kennt, sagen, jetzt auf der Schweizer Seite, die laufen genau in so Gefäße wie Agglomerationsprogramme, wie Metropolitanräume. Und da müssen wir schon auch noch anhängen. Es geht nicht, dass das einfach nur die Westschweiz ist und Zürich ist und vielleicht noch Tessin mit Mailand zusammen. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir da unsere Region auch können, miteinander weiterentwickeln. Und für das ist das ein sehr, sehr schöner Anlass jetzt, wo wirklich aus dieser Region die Leute da sind. Und ich wünsche Ihnen weiterhin einen Genuss da zu Bux in der Viga und noch einen schönen Abend und danke Ihnen, dass Sie da sind. Applaus